Ja, hier wieder beim Koali und beim Lestrakdak und Putin in der Secret World. Der treue, loyale Putin. Ja, genau. Wir holen uns erstmal das Notizbuch vom guten alten Joseph. Ach, das hast du noch nicht. Nein. So, Blick des Hautfressers. Asche eines vergessenen Seele, Feder eines treuen Bewachers, Umhang des Berges. Na sowas. Okay, die müssen wir jetzt alle beschaffen hier, oder was? Ja. Jo. Okay, testen wir das doch mal. Lauf du mal vor, du bist der Mann. Okay, ich habe aber eine Frage an die Zuschauer. An die Zuschauer, oh Gott. Ja, deine massive Zuschauerschaft. Mhm. Die ganzen zwei Zuschauer, die ich habe. Sind das nur zwei? Ernsthaft jetzt? Ja, du und ich. Okay, wenn mal jemand zufällig hier anklickt, dann guckt ihr sofort alle anderen Folgen an. Und das meine ich auch so, wie ich sage. Alle anderen. Hier von The Secret World. Alle liken. Nein, das liken vielleicht nicht unbedingt, aber angucken. Lohnt sich. Und wer ist beliebter? Putin oder Karl? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Putin oder Karl? Ja. Ach, das wollte ich schon immer mal sagen. Das schreibt es in die Kommentare. hier. Kräutertasche benutzen. Okay. Du bist in die falsche Richtung. Du bist in die andere Richtung gegangen. Okay. Ich bin gerade bei. Ich musste noch hier die Kräutertasche besuchen. Noch hier. Jetzt komme ich auch nach oben. Bin unterwegs. Ah, du kennst schon. Okay. Und zack. Ja. Putin oder Karl? Das ist so ein bisschen wie Pest oder Cholera. Bei Karl stimmt das. Ja. Und Herz rausreißen und noch mehr Blutmagie. Mein Bekannter wollte mir übrigens letztens eine Schlange geben. Aha. Als Haustier. Und hast du gemacht? Ich habe gesagt, denkste. Magst du keine Schlangen? Doch, ich liebe diese Tiere. Okay, dann doch. Ja, gibt alles KP. Ich brauch doch noch 25 KP für die Fähigkeit. Ich brauch 2 FP. Ich hab 4 FP gerade noch über. Ja, kannst du 2 geben? Oh Gott, später brauchen wir sowieso KP und FP, das geht nicht mehr. Ja, jetzt doch auch schon. Das ist gar nichts. Das ist jetzt alles, was du dir jetzt kaufen willst, was dir jetzt so entfernt vorkommt. Später, ja, das machst du zwischendurch mal, weil du zu viel übrig hast. Okay. Schild für Lesrak. Ja. War direkt kaputt gewesen, aber hast du aber jetzt nicht gut drauf aufgepasst auf mein Schild. Das ist auf der Blutspur älteste. Ja, wenn ich drauf aufpassen soll, dann sag das. Ich dachte, er soll mich schützen und nicht, dass ich drauf aufpassen soll, wie auf dem Modax war. Oh, mein Schild, guck dir das an, so wunderschön. Ah, oh, die Spritze. Ja, genau. So geht das. Oh, aber meine Lebenspunkte sind auch irgendwo krank, oder nicht? 5000, ja. Aber du bist halt Tank, ne? Hört sich halt so. Halt, ich bin geruhigt. Aus irgendeinem Grund reagiert gerade die 1-Taste. Oh, da jetzt. Ja, wir haben ja angekündigt, dass wir mit Teamspeak jetzt aufnehmen, aber irgendwie. Ja, der Server ist down, wo wir es machen wollten. Ja, tragisch. Das Sockenimperium ist gefallen. Ja. Also hier ist der Server Sockenimperium. Es gibt übrigens einen coolen YouTube-Kanal, wo Typen mit Socken bekannte Metal-Videos nachspielen. Okay. So Metallica und Pantera und Slayer und so. Metallica?
Marke habe ich sogar schon mal gehört. Also den Namen. Aber ich bin nicht so Metal. Du bist kein Metal. Eher so Hip-Hop. Tote Hosen. Ah. Der gute Punk. Da gibt's sogar ein Lied, das ich mitsingen kann. Aber das willst du nicht hören. Die Schwester von meiner Freundin kann alle Toten Hosen Sachen auswendig. Die ist der größte Fan, den es gibt von den Toten Hosen. Bezweifle ich nicht. Also ich bin von keiner Sache, wo ich sagen würde, ich bin da der größte Fan. Okay, vielleicht. Okay, vielleicht Fate in Night's Day, aber. Ah, hier ist ein Typ. Ein Trauermarsch-Teilnehmer. Der hat mich gerade irgendwie gestunt. Das machen sie immer. Und da hinten ist der Typ wieder mit seiner komischen Axt oder was er da immer hat. Sense, das ist eine Sense. Das ist die stylischste Waffe, die existiert. Entschuldigung. Wenn ich könnte, würde ich in dem Spiel auch mit einer Sense rumlaufen. Dafür kriegst du jetzt ein kleines Schild. So. Nein, wieso, Koali? Wieso nur? Weil ich's kann. Das. Na gut, kriegst du doch ein großes, bitte. Ja. Du hast es aber auch nötig gerade. Oh, ich hab so vieles nötig. Aua. Oh, ich muss mich, glaube ich, mal wieder heilen hier. Und dich eigentlich auch? Kümmere dich erstmal um dich. Ja. Ich. Jetzt solltest du dich um mich kümmern. Das schnell. I'll try. Ist nicht ganz so einfach. Boah, das Schild geht auch sofort down. Was kämpft mir denn da eigentlich gerade? Gegen einen Geist. Die haben halt hohe physische Verteidigung. Boah, ich bin gleich down. Ach, noch einer. Wer pullt den ganzen Müll die ganze Zeit? Ich nicht. So, jetzt habe ich es aber auch nur überlebt, weil ich Heiltrank genommen habe. Ein Heil, was? Heiltrank. Sowas gibt? Yep. Komm schon, gib mir eine FP. Nein. Puh, das war hart. Pistolen. Und minus Heilwert, bäh. Minus Gesundheit. So, jetzt müssen wir noch Asche. Ist hier Asche drin? Nein, wir müssen diese Spukgestalten zwei noch töten. Ah, die bringen die Asche. Ja. Steht da doch Asche, eine Spukgestalt. Da hinten ist eine, oder? Ja. Trauertänzer-Dinger. So, geben wir dir doch direkt am Anfang schon mal ein Schild. Kannst du schon gut gebrauchen. Also richtig Schaden machen wir nicht im Ding, ne? Ja, wie gesagt, hat er hohe Verteidigung gegen physische. Und du hast nicht wirklich viele Angriffskraft. Ja, mit dem hier ganz habe ich schon Angriff. Oh, der zieht, ne? Ja. Der jetzt nicht so, aber. So. Was haben wir denn? Chaos-Fokus. Das ist doch bestimmt was für dich. Ja. Nutzt doch Chaos, oder nicht? Ja, eine Weile benutze ich das noch, ja. Eine Weile? Was switchst du dann um? Pistolen. Schwert und Pistole dann. Ich weiß auch nicht, Chaos-Fokus gefällt mir optisch irgendwie nicht. Außerdem gibt es bei Pistolen sogar einen guten Nahkampfskill, von daher. Ja,
einen guten Nahkampfskill. Ja, dann drehst du dich mit deinem Pistolen und schadest halt einen in allen in den Umkreis. Ah, cool. So, Feder eines Anführers finden. Das leckt immer noch ein bisschen. Ich hab ihn. Der Anführer? Ja. Er heißt wenigstens Babanaki Führer. Der Führer. Der Führer! Du kannst es besser wie ich. Der deutsche Führer! Von der Babanakis! Das kannst du echt gut! Genau das ist die Stimme des Inquisitors morgen. Meinst du? Der redet so! Also ernten könnte ich ihn dann, glaube ich, nicht. So. Müssen, glaube ich, jetzt wieder zu den Ackerbs da hoch, oder? Oder wir teleportieren uns. Teleportieren. Seht ihr Ackerbs? Niemand hat Bock auf euch. Niemand. Ups, nein. Da auf ein Salt and Vinegar Chips. Njam, njam, njam. Ganz gesund. Not. Ja, gesunde Sachen schmecken auch nicht. Ja. Guck mal, ich bin über den Typen drüber gesprungen. Aha. Ich bin durch und durch. Bist durch und durch gelaufen? Yay! Yeah. Ja, das ist sensibel und rücksichtsvoll. Jetzt müssen wir den Baumstumpf benutzen hier, oder was? Okay, das ist Videosequenz. Alles bereit. Wir können beginnen. Leider müssen Sie jetzt tief einatmen. Gut, Sie sind bereit. Sehen Sie mich nicht an. Ich weiß nicht, was passieren soll. Dachten Sie, Sie würden jetzt ins Jenseits gezogen durch die Magie des Rauchs? Sie haben wohl zu viele Comics gelesen. Die Zeit wird knapp. Gehen Sie. Finden Sie die Lösung gegen das Böse, zur Befreiung unserer Vorfahren und zum Schutz der Träume vor dem Schmutz. Ich behalte den Fernseher im Auge. Oh, es kommt bestimmt irgendwas Gutes, früher oder später. Okay, ein alter Typ, der mir hier... Okay. Rauch des Feuers inhalieren. Uah. Irgendwie ist... Liegt das an dem Rauch, dass die Grafik gerade ja drin ist? Aua, aua. Was aua? Das sieht ganz schön schräg aus. Ja. Ein alter Typ, der uns heimmacht. Das erinnert mich an so viele Leute, die ich kenne. Jetzt müssen wir hier durch so ein Portal durch. Ja? Ist das eine Solo-Instanz? Nein, wurde eigentlich nicht angezeigt, soviel ich mitgekriegt habe. Darauf noch ein Salt and Vinegar Chip. Sind die mit Paprika-Tomate oder eher nur so gesalzen? Die sind mit Salz und Essig, wie der Name schon sagt. Okay, Essig? Ja. Salt and Vinegar. Der trinkt doch gleich Lebertran. So, bist du hier irgendwo? Hallo? Bei mir lädt er noch. Achso, ich warte lieber, weil hier sind schon 1000 Tentakel und das ist als Frau immer ein bisschen eklig. Ich glaube, du hast zu viele Hentais geguckt. Nein. Du hast nicht viele Hentais geguckt oder daran liegt es? Genau. Nicht? Sowohl als auch. Ich sehe dich nicht. Also ich habe den ersten Gegner, diesen verderbten Ahn, greife ich jetzt gerade an. Okay, Solo-Instanz. Ätzend. Oh gut, da kann ich ja wenigstens entspannt schnell durch und dann warte ich. Ach, ätzend. Aber jetzt sollte ich eventuell Heiltränke in die Leiste packen. Meinst du? Ja, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, den ersten haben wir schon mal hin. Wieder hochheilen. Oh, habt ihr noch Heiltränke? Oh, zwei auf einmal, das ist ja unfair. Lass deine alte Frau in Ruhe. Okay, ich hab noch nur.
Du hast keine Heiltränke oder was? Noch ein. Nein. Ich bin gleich tot. Komm schon. Jawohl, einen habe ich mitgenommen auf dem Weg ins Verderben. Komm, du wirst sterben. Ja, der Skill zieht mehr, viel mehr. So, und wieder hochheilen. Und zack. Und irgendwas einsammeln, was hier rumliegt. Ein Waffenbausatz. Herausfinden, was die Ahnen peinigt. Ich glaube, es sind diese Tentakel hier, die die Ahnen peinigen. Ja, aber wie Tentakel sehen die nicht aus. Na, du bist ja ein Experte dafür anscheinend. Ey! Oh, wieder zwei Gegner hier. Ich muss sagen, diese Tentakel-Hentai ist davon wenig nicht wirklich Fan. Ja? Hentai selber zwar schon, aber nicht diese Tentakel-Dinger, den konnte ich irgendwie noch nie was abgewinnen. Okay. Aber ich habe einen Bekannten, der steht da voll drauf. Aha. Aber der steht auch auf Piep und auf Piep. Also. Und Piep, Piep, Piep. Was auch immer Piep und Piep ist. Ja, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Sonst muss ich das muss ich das Video wieder ab 18 taggen, ja? Wusstest du das schon mal? ständig, wegen dir. Okay. Nein, Schwab. Naja, macht vielleicht für einige Leute sogar interessanter, wenn da steht ab 18. Ja. Das ist so wie meine Call of Koala Streams, wo ich am Anfang immer sage, wenn ihr noch keine 18 seid, bitte schaltet das nicht ein und zack, 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 gucken sie es alle. Ehrlich jetzt? Aber wenn ja irgendwann mal mehr als zwei von diesen Viechern kommen, dann bin ich ganz schön gearscht. Och, ich habe jetzt eigentlich so fünf zusammengefahren. Ja, du hast auch ungefähr doppelt so viel Leben wie ich. Ist das ätzend. So. Boah, ist ganz schön hart. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich mit diesen Pistolenkräften damals mehr Schaden gemacht habe. Oh, was ist das denn da hinten? Ist das dieses Hundevieh? Den Hund bekämpfen. Also solange die anderen vier nicht mitkämpfen, ist das, glaube ich, kein Thema. Oh, die kommen am Ende. Aber der hat nicht so viel Leben wie beim letzten Mal. Er macht ja gar nichts. Ernsthaft? Bei mir hat er ganz viel gemacht. Ja, jetzt hat er einen Kumpel gerufen, der macht was. Der weicht andauernd meinen Angriffen aus. Das macht er. Oh, und drei Viecher holt er. Oh. Vier Viecher. Oh Gott, ich bin gleich tot. Schild! Schütze mich! Koala, ich brauche Heilung! Ja, ich brauche auch Heilung. Puh. Du hast wenigstens einen Heiler dabei. Ich hab's gerade so überlebt, wie auch immer ich das geschafft habe. Und einen Energy Drink habe ich gefunden. So, den Hund der Verderbtheit finden. Der war doch eben noch hier. Hat sich verpisst, weil du zu OP bist. Uah, ich sollte nicht in die Hentai-Tentakel reinlaufen. Ich dachte mir, probier's es mal. Ah, da scheint jemand doch ein paar dunkle Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht zu haben. Ja, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, Quali. Verderbte Ahne. Ich glaube, fast jeder hat seinen Computer mindestens 1 Terabyte Pornos. Natürlich.
Ich meine, das ist komplett normal. Habe ich schließlich auch. Nur deswegen wurden doch die, die Terabyte-Festplatten erfunden. Ja, genau. Für meine Pornos. Problem ist nur, mein Computer hat nicht mein Terabyte. Aha. Das erklärt vielleicht, wieso er so langsam ist. Ja. Da kommen sie schon wieder an, die verderbten Ahnen. Und wollen böse Sachen mit mir machen. Aber... Oh, ich bin gleich wieder tot. Heilt mich, heilt mich. Finde ich aber schon etwas komisch. Was denn? Mit Malael, als ich damit hier drin war, habe ich den Hund ganz am Anfang gekillt. Da konnte er, der ist ja nicht abgehauen. Aber da habe ich auch nicht so lange gebraucht. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Hund gemacht habe, weil ich habe die ganze Zeit auf ihn geschossen, als diese Viecher schon vor mir standen und auf mich eingeprügelt haben. Und habe eigentlich nur auf meinen Lebensbalken geguckt und nicht auf den Hund. So, Heilung. So. Okay. Schild. Und auf die nächsten. Oh, jetzt kommen sie zu dritt. Ganz schön... Affig seid ihr. Schild. Nein. Nein. Tot. Nein, doch nicht. Puh. Oh, ich komme nicht dagegen an, geheilt. Wie schnell ich Leben verliere. Fuck, ist das ein scheiß Kampf. Ich hasse Solo-Instanzen. Warum habe ich meinen Tank nicht mitgebracht? Ey, ich habe echt Glück, dass dieser eine Heilskill, den ich habe, mich immer direkt die Hälfte wieder hochheilt. Ne? Das wäre ich so verloren. Ja, jetzt habe ich nur noch ein FP. Ein FP noch? Ja. Dann kann ich auf Pistolen vielleicht umsteigen. So. Hochheilen. Ganz schön lange hochheilen. Ich glaube, ich war zwischendurch auf 10 oder so runter. Ich muss mir das im Replay nochmal angucken, wie viel Lebenspunkte ich runter war. Es war kurz vor knapp. Spitz auf ja. Knopf, würde man sagen. Ja, ich muss jetzt selber mal eine kurze Pause einlegen, damit ich hochgeheilt werde. Ja. Ach, das ist der Hund. Der Hund. Ich habe den Hund gefunden. Aber erst kommen noch wieder verderbte Ahnen. Das zweite oder das dritte Mal der Hund? Das zweite Mal. Kommt der noch ein drittes Mal? Also bei mir ist jetzt noch mal abgehauen. Nein! Ich muss erstmal durch diese verderbten Ahnen durch hier, diese Drecksviecher. Boah, ich bin schon wieder... Nein! Okay, einer ist tot. Heilen! Schild! Und Schaden machen. Und Schaden machen. Und Schaden machen. Puh, heilen. So, ich habe jetzt nochmal schnell was gefunden, womit ich meine Lebenspunkte noch ein bisschen erhöhe. Ich habe jetzt zu wenig. Okay. Ah, der Hund. Komm, Hündchen, Budi, 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 Bu. Der Hund spielt gerne Ackap, hä? Ja. Aber der ist nicht halbwegs so nervig wie der Ackap. Ja, weil der eine längere Zeit braucht, bis er loslegt. Ja. Boah, ich mach dem keinen Schaden, ne? 6, 6, 6, 6, 6. Und jetzt kommt er wieder, jetzt kommen seine Kollegen wieder an hier. Der gepeinigte Ahne. Ja, das Problem habe ich zum Glück nicht. Ich habe eh Flächenschaden. So, die gepeinigten Ahnen, die der ausspuckt, sind Gott sei Dank nicht so schlimm wie die normalen, die da rumlaufen. Nein!
sag's, sprach's und kriegt einen auf die Fresse. So, mein liebes Vieh. Give me your blood. Vampir-Eukalypter. Ah, oh, Vampire sind das Beste, was es gibt. So, dem Hund in seinen Bau folgen. Wo ist denn der Bau? Das hast du erst jetzt? Ja. Wo ist der Bau? Keine Ahnung. Ich folge einfach weiter den Gegnern. Ich bin wieder ein Tentakel-Ding reingeflogen. Bum, 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 bum. Ich weiß einen guten Titel für die Folge. Was denn? 1 TB Pornos. Ich glaube, da kriegst du schon einige Klicks für. Verderbte Ahnen, ich hasse euch. Ja, mach mir Sorgen. Schild! Oh nein, das Schild geht nicht. Ah. Ich glaube, mein großes Problem ist, dass ich hier voll oft, weil ich nicht keinen Überblick über mein Ressourcenmanagement habe, mit meinem eigenen Leben auch noch hier zaubere und so. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut bei dir vorstellen. Und da werden dann die Pros, so der Villain Dash wird wieder hier am Computer sitzen. Nein, was tut er, der Idiot? Es gibt übrigens eine passive Fähigkeit, die erlaubt es dir, wenn du Bündelungsangriffe benutzt, ne? Ja. Dass du von deiner Primären, also das, was du halt als erstes ausgerüstet hast, dass die 2 Ressourcen herstellt. Okay. Wenn es halt ein Bündelungsangriff ist. Okay, hier sind wieder Krieger. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin doch so orientierungslos und alleine ohne den Lesrak. Glaube ich nicht. Da ist wieder ein Ahn. Ich sehe ihn von hier aus. Und ich werde erst ein Schild anlegen und ihn dann mit meinen Blutkräften versuchen zu peinigen. Einer alleine macht mir nichts. Oh, da ist noch... da war noch einer in der Hütte! Ah! Was kannst du? Ich kann den Hund nicht unterbrechen, wenn er seinen Skill macht, um diese Viecher zu rufen. Kannst du? Nicht. Kann ich nicht unterbrechen. Das ist ja tragisch. Ah, gut, ich hab ihn. Aber die Viecher, die da ruft, sind jetzt nicht so schlimm, fand ich. Also die da normal rumlaufen, sind viel schlimmer. Ja, ein winziges bisschen schlimmer. Also für mich sind die schon ziemlich herausfordernd hier. So, wo ist denn jetzt dieser Scheißhund? Ich laufe hier durch die ganzen Tentakel durch, aber ich finde den Hund nicht. Was? Dem Hund in den Bau folgen. Da stehen schon wieder 2 Typis drin hier. Aua, aua, die machen mich gerade richtig platt. Aua! Hört auf! Ich bin doch nur deine arme Eukalypter! Ich mag die Haare von Eukalypter. Das schwarz-weiße. So, einer weniger. Oh, und ich bin auch gleich tot. Komm, 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 komm. Heilungsskill. Und.
Barriere und Ressourcen aufbauen, um starken Angriff zu machen. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ja, bist du ja auch. Du bist OP. Ich, vor allen Dingen, funktioniert mein Angriff jetzt gerade nicht. Das ist ziemlich ätzend. Scheiße. Ja. Jetzt geht's dir in den Kragen. Ich hoffe, das Let's Play hier geht auch nie vorbei. Warum? Naja, so habe ich immer was mit dir zu tun. Oh, das ist, ich glaube, das Spiel dauert noch eine ganze Weile. Ja. Hier ist auch noch ein Typi. Warum kommen die eigentlich immer zu zweit? Warum können die sich nicht auf einen männlichen Zweikampf einlassen? Weil da drunter auch Frauen sind. Aber die sehen nicht frauenmäßig aus. Ha, das ist sehr Frauenfeind. Weißt du, das eigentlich sieht nicht aus wie eine Frau. Lässlich. Hab ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass diese Viecher nicht aussehen wie Frauen. Sie haben komische Tentakel. Das habe ich bis jetzt noch keine Frau gesehen. Boah, ein Schlag und das Schild ist weg, ey. Das ist echt so krass. So. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Hund? Ach, da, Eicher, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Dämlicher Drecksviehhund. Aber erst muss ich mich heilen. Dann gebe ich mir direkt zwei Schilde. Weil ich's kann. Sehr gut. Und dann. Hast du eigentlich mal das Vampire the Masquerade Spiel gespielt? Also hier dieses. Wollte ich immer. Wollte ich mir irgendwann mal holen. Ist auch in meiner Steam-Wunschliste, aber. Kam ich irgendwie nicht zu. Weil, wenn ich die Schilde anmache. Dann kommen so ähnliche Geräusche wie bei dem Vampire the Masquerade Spiel, wenn. Wenn du in die Schattengestalt übergehst, also als Nosferatu. Okay. Also du hast es also gespielt. Ja. Und ist es gut? Ja, das ist ziemlich nice. Welcher hast du schon mit allen Clans gespielt oder nee, nur mit Malkavianer? Nee, Malkavianer habe ich gar nicht gespielt. Ja, weil die scheint ziemlich witzig zu sein, da ich mir mal letztes Ja, weil die da mit ihren kurzen Röckchen immer rumlaufen. Hä? Die Malkavianer-Frau hat so kurze, hat so kurzen Rock an, deswegen haben die mal alle gespielt. Die mit der gespaltenen Persönlichkeit. Ja, Malkavianer alle. Fast ja, der, aber der Malkavianer spielt, der schneit dann auch alles. Ja, du hast als Malkavianer halt extra Dialogoptionen und so noch. Ja. Zum Beispiel kannst du dich mit einem Stoppschild auf der Straße unterhalten oder sowas. Hey, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass er halt sofort bei den beiden Schwestern mitgekriegt hat, dass die eigentlich ein und dieselbe sind. Ja, das sind ja auch Malkavianer. Ja, aber das hat er sofort geschnallt und dass der Taxifahrer Kane ist. Das ist immer Kane. Wie? Oh, ich habe den Hund, glaube ich, getötet. Okay. Der Taxifahrer ist immer Kane? Taxifahrer sind immer Kane. So, okay. Was haben wir hier gekriegt? Minus Heilungswert. Warum kriege ich nur so Crap? Fürchterlich. So. Aber sag mal, du bist doch so ein Masquerade-Experte. Experte ist jetzt übertrieben. Ja, okay, der drittgrößte Experte der Welt. Nee, aber sag mal, ist Kane sowas wie der Urvampir oder gibt's doch einen, der da drüber steht? Nee, Kane ist der erste Vampir. Ah, okay. Von Kain und Abel halt. Ja? Weil ich habe da halt auch viel gelesen, dass der irgendwie auch irgendwie so ein Ägyptischer da der Erste sein sollte, irgendwie. Ja, es gibt ja verschiedene Vampirsorten. Es gibt ja auch die, diese komischen Vampire aus dem Osten. Die sind nochmal was ganz anderes. Die funktionieren auch komplett anders. Okay. Ja. Und was du meinst, sind vielleicht die Setiten. Das ist ja so eine Vampirsekte. Mehr oder weniger Sekte.
Aber mit denen habe ich mich noch nicht so richtig befasst, weil die gehören, glaube ich, nicht zur Camarilla und ich spiele eigentlich fast immer nur Camarilla-Sachen. Ach so. Wo ist denn hier der Ausgang? Eigentlich gleich um die Ecke. Ich finde den Ausgang nicht. Folge meiner Stimme, dann findest du sie. Warum gibt es keine Minimap hier? Aber dein Lieblingsclan sind bestimmt Nosferatu, ne? Ich spiele sehr gern Nosferatu, ja. Warum eigentlich? Ja, gefallen mir vom Spielstil halt ziemlich gut. Okay. Welche wären denn am ehesten die Leuten, sag ich mal, eher den Kopf abreißen, ganz blöd gesagt? Das können die alle. Okay. Wo ist dieses scheiß Portal zum nach draußen gehen? Ich habe hier keine Gegner mehr, aber ich finde kein Portal. Ich freue mich schon auf die Folge. Wahrscheinlich bist du schon zweimal dran vorbeigerannt. Also gleich dort, wo du reingekommen bist, in dieses große Allee. Ja, was weiß ich, wo ich reingekommen bin. Der einzige Durchgang, der momentan da ist. Wenn du da nämlich reinkommst, dort etwas schräg nach rechts. Hier sind 1000 Durchgänge. Ach, hier ist eins. Ah. Da, endlich. Hab's gefunden. Ja, was soll ich sagen? Ich hasse Solo-Instanzen. Und die Folge ist auch schon wieder um gleich. Wenn ich hier rauskomme, sollte ich das Leben überleben. Erstmal einen Chip. Ess für mich auch einen mit. Na gut. Und wie schmeckt er mir? Was weiß ich? Musst du ein bisschen. Nein, du isst ihn doch für mich, deswegen. Musst du mir den Geschmack beschreiben. Na, da du ja gerade gesagt hast, Essig auf Chips, wahrscheinlich nicht so gut. Na, ich kann es mir einfach nicht lecker vorstellen. Was haust du denn hier in der Luft rum? Ich wollte dich beschützen, falls dir irgendjemand folgt. Ach so. Weil dir schade ich damit ja nicht, den Gegnern schon. Okay. Ja, dann, wie du sehen kannst, hat uns Putin verlassen. Nein, nein, Putin, wieso? Tja, das wüssten wir alle gerne. Egal, bis zum nächsten Mal, euer Koali und euer... Lesraktak. Tschüss. Yeah.